Ich habe sie vorhin angerufen, wegen der Examensarbeit. Examensarbeit? Komisch. Oh ja, aber ich habe jemand Älteren erwartet. Aber du gefällst mir. Widder, stimmt's? Woher wissen Sie denn das? Weil du einen typischen Widder-Daumen hast und ein kräftiges Handgelenk. Der Stimme nach hast du Mars als Aspekt. Eine sehr gute Konstellation. Auch deine Grübchen. Typisch Widder. Warum lügst du denn? Widder sind so ungeschickte Lügner. Du kommst doch nicht wegen eines Examens zu mir. Ja, doch, ich... Nein. Ich wollte eigentlich ein Horoskop, eins für eine Basketballmannschaft. Aber ich hatte Angst, sie lehnen das vielleicht ab. Oh, Basketball, das ist mir nichts Neues. Ich habe bereits ein Horoskop für Windhundrennen gestellt und zwei für Superbowling. Beim Sport ist es wie bei allem anderen auch, da hängt es nur von den Sternen ab. Wenn man mir exakte Daten liefert, kann ich praktisch alles erstellen. Ach, könnten Sie nicht unsere Mannschaftsastrologin werden? Ich weiß nicht, ob mir das besonders liegen würde. Ich habe für diese übergroßen Kerle in ihren bunten Satinhöschen wenig Sympathie. Und dann der Lärm. Und der Schweißgeruch. Nein, das würde ich nicht ständig machen. Das würde mich zu sehr anstrengen. Vielleicht doch. Es sind nämlich fast alle Fische. Fische? Wie interessant. Wir alle annehmen. Mach, dass du rauskommst. Raus! Bitte hören Sie mich doch erstmal an! Na schön, junger Mann. Also bleib du im Steuer.